Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier. Ja, mit Captain Dirks in Star Trek Online. Ja, und wir müssen jetzt erstmal zum Admiral. Na, zur Admiral? Ich weiß es gar nicht. Ob es Männlein oder The Weiblein Admiral's ist. office is this way. Ja, this way. So. Thanks for coming. You've been through a lot. Starfleet Command appreciates your efforts, especially at the Corvin system. I do as well. Ist Admiral Kensington die aus der Serie? Ist die das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir kriegen jetzt mal Lob. I've read the official reports, but I'd like to hear your take on it all, in your own words. This Ja'ula has become quite a thorn in our side. Neither do I, unfortunately. Yes, under normal circumstances, it would take years of work to get your own command. But these aren't normal circumstances. The war isn't going well for us. Yes, Jo, Corvin would have been a und disaster if it weren't for you and somit your crew. haben Starfleet wir wants to rec. I wouldn't recommend it. I have it. genau Don't look so, warte unhappy. mal. That's good, right? Ja, Tilly ist in Ordnung. So, jetzt will ich mal kurz was gucken hier. Audio. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Allgemein. Kontrolle. Was hier? Nee, war es nie. So war es nicht. War es nicht. War es nicht. Im Übrigen, Grafik spiele ich auf hoch. Ne, hab da ja. Aber okay. Schwierigkeitsgrad normal. Das lassen wir erstmal. Autoplündern, bla bla. The various shops are in the main Farbschema. campus building. Ja gut, Farbschema lassen wir mal auf das Cavalry. Automatischen Missionsbuch, das lassen wir alles mal drin. Das lassen wir auch. Okay. Kann man tatsächlich nicht ausstellen. Wenn ich das jetzt Stimmen, Lautstärke hier. Geht nur für NPCs quasi. Gut, lassen wir es mal so. Ist das nicht ganz so laut? So, wir müssen jetzt hier kommen. Erstmal, wir sind hier auf The Boden, da various wir shops jetzt are in eine the main Phaser campus haben. building. Genau, halb so laut. Nervt die auch nicht mehr so. Ja, weil ich muss da nämlich auch ganz ehrlich sagen, ich finde es zwar völlig in Ordnung, wenn mit uns geredet wird, aber dadurch, dass es nicht Deutsch ist, ist es für uns also völlig egal. Oh, jetzt, oh Gott, ich muss mich gerade. Es juckt! Leute, ich kann es euch nur immer wieder sagen, habt immer Werkzeug griffbereit und damit kann man sich immer im Zweifelsfall wunderbar an Stellen kratzen, wo man sonst nicht hinkommt. Gut, so, wir sollen jetzt erstmal zum Kompanie-Schneider, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, weiß gar nicht, wie ich da irgendwas ändern. Ja, will ich. Wobei, nee, die lassen mal so. Die soll ruhig so ein bisschen eigenartig aussehen. Ja, die Frage ist, ach, wir können gar nicht. Ja, natürlich können wir gar nicht. Und warum können wir nicht? Weil wir noch gar nicht in einer anderen Zeit sind. Haha. Ja, Mensch, gut, dann lassen wir das einfach mal so. Hier abbrechen. Aber Bodenoffiziere, die können wir uns angucken. So, Fletcher. Fletcher braucht andere Haare.
Fletcher braucht andere Haare. Komm, Fletcher, du kriegst die Haare. Und irgendwas. Das ist irgendwie. Weiß nicht. Irgendwie überhaupt keine Ahnung. Irgendwie sind das alles nicht so die Farben. Warum kriegst du hier so eine Haarfarbe? Ja. Passt. Einfach so aus Spaß an der Freude. So, beenden. Schiffshändler. Oh mein Schatz. The shipyard officer is this way. Schiffsverwalter. Schiff erhalten. Okay. Looks like you're all set. Hey, don't keep the Admiral waiting. Ach, wir müssen wieder zum Admiral. Zum Admiral. Na dann hier, Heckengas. Sterneflotte hüpfen hier und dort. Na, das wird sich scheiße. Yeah. Lauf, Lassandra. Oder Lassandra, nicht Lassandra, weil es ist Lassandra. Hört sich so ein bisschen nach Lasagne an, ne? Lassandra. Lassandre. Lassandre, Lassandre. Gib mir was zu essen. Sehr schön. So. Hallo, Admiral. Congratulations on your promotion. I will ja, let you know when sehr I schön. Have a mission for you. Jo, neue Mission. Our victory die wollte ich haben. World was hard fought, and we took a thrashing so, process. Ja, we dafür gained some momentum from this win, but our position at Pryor's could become tenuous. Wir sollen einem anderen Raumschiff helfen. Kriegen wir hin. So, erstmal aufs Schiff beamen. Ja, da müssen wir so schnell wie möglich das Tutorial auch endlich mal fertig bekommen. Und dann ja, so, jetzt wollen wir mal hier gucken. So. Das ist hier unten, das ist da. Haben wir schon. Ja gut, sonst haben wir hier auch noch nichts. Okay. Lassen wir aber auch so. Dann haben wir Schiff. Gut. Ja, die Technikkonsole, die hatte ich noch eingefügt. Ja. Gut, und das ist hier unser kleines Dingenschiff. Die USS California. Will ich jetzt auch nichts dran ändern. Wir werden dann beim ab dem nächsten Schiff werden wir dann in unseren Namen aussuchen. So. Bis jetzt sieht das hier auch alles relativ gut aus. Ne? Können wir jetzt hier auch mal wieder auf links schalten, auf Angriff. Heranzoomen. Das sieht schon. Na, näher komme ich nicht ran. Ja, schön aussehen ist jetzt was anderes. Fackelt auch irgendwie. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja. Schon.
großes Gebiet, ne? Und schon, wow. Ja, gut, aber das wird auch nicht lange anhalten, dass wir in dieser Zeitepoche unterwegs sind. So. Ich nehme noch mal ein Stückchen hier aus meinem Wunderkrug. Ja. Was würde ich dafür geben, wenn man jetzt schon, weiß nicht, Herbst, Winter hätten. Winter wäre eigentlich ganz cool, dann wäre nämlich die neue Picard-Serie schon draußen. Auf die freue ich mich wie Bolle. Auch wenn die Serie, ja, die Enterprise wird nicht mehr da sein und es wird auch kaum einer von der alten Serie dabei sein. Drauf geschissen. Mir ist auch eigentlich egal, wie gut oder schlecht die Serie an sich wird, sondern alleine dieser Fakt, dass Patrick Stewart seine Paraderolle als Jean-Luc Picard nochmal spielt und das aktuell und live hier, also im Sinne von, wo ich damals Next Generation geguckt habe, da war die ja auch schon noch keine Ahnung wie alt. Ja? So, ich habe die ja nicht geguckt, wo sie gerade gedreht wurde. Da war ja viel zu klein. Ich habe die, wann habe ich denn das erste Mal vielleicht geguckt? 2000 rum oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja? Und genau das ist so dieser Punkt. So neues Material mit Picard. Es ist ein Gefühl, wo ich so sage, geil. So. Aber wir machen jetzt die nächste Mission. Na, gucken wir mal. Die Wahrscheinlichkeit des Möglichen. Also eine mögliche Wahrscheinlichkeit. Oder eine wahrscheinliche Möglichkeit. This is the USS Cicada. Vorräte auf die Shinano. Advise keeping shields up. Cloaked Klingon vessels are still testing our defenses. Let's do this quickly. Don't want our shields down for long. Voll reingekracht. Thanks. An die Kikader. Ich hab schon gerade Kaskada gelesen. Auch schon ewig nichts Neues mehr rausgebracht, ne? We are ready to receive supplies. Engineering has confirmed that all the... An die Buran. Burren. Nicht, es ist die Buran. USS Buran. This is Commander Ellen Landry. The captain has requested that you transport over to the Buran to speak in person. Ihr nehmt Tamav. Tamav nehme ich mit. Tamav. Tamav ist mein Sicherheitsoffizier. Der kommt immer mit. Immer der Tamav. Und die rosa Haare gefällt mir nicht mehr. Nice to finally meet you face to face. I'm Captain Gabriel Lorca. Welcome to the Buran. This is my first officer, Commander Ellen Landry. Sorry to hear about Captain Schaefer. He was one of our best. Agreed. A damn fine captain. Though from what we've heard about what happened at Korvan, his ship's in good hands. And my somewhat tardy Chief of Security, Amla Patel. Apologies, Captain. Welcome aboard. We appreciate the assistance. Engineering's this way, if you'll follow me. Tja, und wir wissen, dass Lorca ja aus dem Paralleluniversum ist, ne? You try booking a reception hall during prime wedding season. I'm lucky to be alive. My warrior. Braver than 100 Klingons. Kapla! We better catch up. Before the captain throws us in the brig with the Klingons. Ja, ein bisschen witzig. We've been mopping up here after our scrap with the Klingons. Ah, nett, dass uns der Captain begleitet. Cleaning up planet-based missile launchers was satisfying. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne mal eine Mission,
Bran is currently holding some Klingon prisoners of war. Weil bisher gab's von denen eigentlich nur prisoners we planned to deliver to a secure location before we ran into a snag. Lieutenant Kerwin, Aber kein Picard. Welcome aboard. Thanks for letting us. Somehow the Klingons infected our computers. The virus is wrong. Ja, also wäre schon schön. Aber die Riker. Das wäre schon echt nice. Naja, vielleicht kommt das ja alles noch. Man weiß es ja nicht. Auch wenn dieses Spiel schon 9 Jahre alt ist, hier gibt es ja doch immer was Neues. If the virus tries to lock out a weapon, they should still work. Aber ich muss sagen, das ist schon echt ein komischer Maschinenraum. Nice work. Tactical will need to make adjustments, but that should block the virus nicely. IFF-System. Was immer das sein soll. What the? We just lost port deflectors! Bridge to Captain. Klingon vessels decloaking. Lorca to bridge. I'm on my way. Captain, internal sensors show multiple Klingon transporter signals in your vicinity. All hands, repel boarders. Enemy target. Oh! Yes, was ist denn hier los? Lorca the bridge, we need those No, I think. Chief, get us to the armory. On it. Also durchballern. Ich würde mal gerne ein bisschen mit Augen. So, Waffenkammer geht da lang. Dann wollen wir mal. Captain to sickbay, we have wounded on deck 17. We're on our way, Captain. Ein Andorianer. Take one of these phaser rifles. Schnick, schnick. Finished modification. Bridge to Captain. Lorca to bridge. Sick, sick. Das nehme ich doch gerne. So, Tama, du kriegst dann das hier. Den habe ich noch dabei. Mein XO. Du bleibst beim Phaser. Da lang. Na dann, let's go! Ja, fall doch oben. Fortunately, the captain had other ideas. Nice shot back there. Glad you had our backs. We need to move. Understand?
No, I'll manage. It's not as bad as it looks. Das ist mal eine Moral, mit der man arbeiten kann. And the hangar doors are starting to open. Oh, it's that damned Klingon virus again. Bridge, this is the captain. Prepare the tractor beam. In case we fail. Oh, hold on. Na komm. So ist Baba. So macht ein Brava. Ohne. Damn, it's even in the door system. Oder wie der erste Sicherheitsoffizier auf der Erde gesagt hat, klingt gut. Not today. Not on my ship. Kill the captain. Dead. Get through me first. So. Lorca to bridge. The prisoners are secure. Give me a status report. Sir, the Klingon vessels just went under cloak. They'll be back. Count on it. They'll be back. We need to get the Klingon prisoners secured. Sure. Unfortunately, I think you'll agree we can't. All right. These Klingons wanted a ride in a shuttle. Load them up. Aufs Shuttle? Kommt jetzt? My team will handle the prison transfer to your vessel. I'll have our security chief contact yours to sort out the details. Jo. Excellent. Are you ready to fit? Oder sind die Transporter noch ausgefallen und wir gehen auf unser Schiff? Ich habe keine Ahnung. Fragen über Fragen und wir wissen nicht, was hier Phase ist. Ja. Holladiho. So. Na, ist jetzt hier ein Not Responding? Ach, da unten ist der Ladebalken. Ah. Good. You made it. Afraid I... All ships, decloak. This is the Shinano. We are under heavy fire. All ships circle the wagon. Watch out for each other. We'll get through this. Ja.
Ja, sobald wir dann in der richtigen Zeit angekommen sind und wir ein bisschen Geld haben, dann müssen wir uns vorher erstmal hier unsere ganze Beziehung richtig reinstellen. Hier hätte ich mich gerne packen, hier hätte ich gerne hier hätte ich gerne das Wissenschaftsteam erstmal, beziehungsweise nicht das Wissenschaftsteam, sondern die Fahrradimeter, so eins. Nice work, Captain. Looks like the Klingon. I'm sure that'll look. This is Landry. The destination. I don't disagree. I'd like to send. Oh. Yo. Up my team is on board, game. Captain. With your permission. Aber ich glaube, das ist noch nicht das Ende dieser Reihe. Noch was. We've arrived at the coordinates, Captain. We're being hailed. Your presence in this system is unexpected. Transmit secure clearance codes now. Await and transfer of codes. I should remind you that all of our defense... That he did, Captain. Okay. Transmitting initial sequence now. Lieutenant Kerwin, begin beta security code transmission. Very much so, Captain. You're cleared for approach. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine wirkliche Ahnung, aber es könnte sein, dass wir auf unseren Horizont hinaus darauf hinauf zusteuern. A word. It's about serving him. There are those in Starfleet. My team has the prisoners prep for transfer. Okay, jetzt haben wir Gefängnis. Jo, nehmen wir die wieder. Das ist in Ordnung. La, 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 welcome to Facility 2047. I'm Hadrian so. Foster. Computer, update the log to finalize the transfer of prisoners to this facility. 47. Authorization, Bosker Sigma 9. Also, thank you. Gefängnis. Hadrian. Not long enough. Was there anything of substance you wish to discuss? Or as in, according to Starfleet regulation. Are you finished? Look, the Federation. Yeah. What? Ich möchte jetzt hier einfach erstmal gerne nur das fertig kriegen. Johnson, give me a status report. Wrapping it up now, sir. Medical scans and contraband search all came back in the green. Weiß ich, irgendeine innere Stimme sagt mir, dass ich hier Starfleet vessel stationed at Friars. I'm not sure. We have our order. Fine. And then got a so. Nice cell waiting for you. Move. I'm not sure leaving the prisoners here with him is wise, Commander. What are you hands clucking about? Na, schon krass, dass wir das machen und dass es hier keine Sicherheit gibt. Just wondering what you have in mind for our prisoners, Adrian. Ist das Lorca? Nothing the Admiralty hasn't authorized before. Nee, ist nicht Lorca. Okay. Johnson here. Operation reports a malfunction in primary systems and recommends a reboot. Johnson, contact engineering. Keep an eye on things until I'm finished. Oscar to engineering. The bridged isolation is acting up. Fix it. Now. Right. Now deal with these Understood, sir. Wait. What the? Sir, the primary deflector grid just went offline. Look out. Klingons. Johnson, initiate full lockdown. Get those shields back up now.
lost comms. They're coming for you. Are you ready? Nur irgendwer ohne Fahrschein. Nö. All right, let's get this over with. Kuck! Nice. Same to you, Potibach. Come on, stupid piece of work, damn it! Problem, Hadrian? I can't get the bridge to extend. We need to think of an alternative. That didn't sound good. We need to get out of here right now. Ich glaube auch. Let me help you. Hurry! You don't have time for this. Let him fall. It's just a Klingon. We are Starfleet. Since you've obviously forgotten, that is not how we operate. Whatever. Let's get moving. Ich glaube, das war nichts Nettes. Aber wie gesagt, wir sind Sternflotte und wir retten jeden. So, jetzt müssen wir mal wieder reden. Ja, ist in Ordnung. So, wo müssen wir? Da müssen wir. Wir müssen also den Weg, den wir eben gelaufen sind, wieder zurück. Und na, die ist auch so herrlich. Höhere Schwierigkeit bedeutet erstens, wir müssen uns auch um unsere Crew kümmern und um unser Schiff, weil das könnte nämlich chronische Verletzungen und Beschädigungen geben. Und es ist am Ende aber auch bessere Loot. Also zumindest meistens in Form von mehr Credits und mehr EP und so. He's not going anywhere, lady. I'm gonna... Ha! You were saying, if only you had shields to block our transporters. Paths cross once again. Ich würde mal sagen, Captain Trelaw. Like I entered your captain. You two know each other? Try to die with Ketris Jordy Troop! Wonderful. Cover me while I get the shields back online. One for the money, two for the show. Da kommen immer neue. Okay. Okay. Na gut, schön, dass sind gleich soweit.
sieht das hier auch schon besser aus. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Gut, es läuft. So, umfallen ist eure erste Bedingung, die ihr erfüllen müsst. Jetzt den Golden. Aber wie heißt es so schön, Klingonen sind auch nur wilde Tiere. Ohne jetzt den wilden Tieren zu nahe treten zu wollen. So, müsste jetzt die letzte Welle sein, aber hier haben wir nicht 100% erreicht. So. Ich mag den Typen. I'd hold off on it. Lieutenant Kirk. This isn't time. Captain. It's just a part of the click. Of course. Fortunately, maybe. Ja, ist in Ordnung. So, zurück zum Schutzschild. Dann wollen wir mal. Ja'ula to Tabrip Atach. We have what we need. Leave the prison for the rest. Link to Schmidt. Houston? Beziehungsweise, San Francisco? Starfleet vessel. Out warriors. Gut. Ja, komm, prügeln wir uns durch. Thank you.
den müssen wir ein bisschen auspinseln. Sonst macht ihr uns alle. Sollte es das gewesen sein, schätze ich. Zumindest die Schlacht aktuell. Ja, war doch bis jetzt good news, Captain. Ganz latest sensor reports show. Kerwin hier, Captain. Ja. Captain, if it's all the same. Dann sollte es das gewesen sein. Wunderbar. Bedeutet aber auch noch eine Mission, bevor wir überhaupt in unsere Zeitlinie kommen. Sounds so. Like the Klingons are making another gibt push es? In that sector. Securing Pryor's world is of the utmost importance. Erstmal hier ein neuer Congratulations, Lieutenant. Anzug, den ziehen wir auch gleich an. So. Du hast, dann kriegst du. Ja, das ist genau, wunderbar. This Klingon computer virus is giving me a bad feeling about this. Yo. With Ja'ula and House Mokai involved, I think. Nehmen wir an, machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Ich sag doch mal, bis dahin. Schönen Tag noch. Bis dann.